ein Kind zu retten, dass es das nicht erlebt, ist das Größte, was du tun kannst. Herzlich willkommen, du Unbesiegbare, du Unbesiegbarer. Mein Name ist Next oder Matthias und in diesem Interview habe ich Heidi zu Gast. Wer ist Heidi? Heidi erlebte als 16-jährige Teenagerin sexuelle Gewalt. Sie geriet durch eine Social-Media-Plattform in die Fänge eines Psychopathen, der sie in seinem Keller stundenlang vergewaltigte. Was Heidi in diesem Keller vorfand, ist wirklich abscheulich. Was das genau ist, wirst du in diesem Interview erfahren. Dieser Mann wusste ganz genau, was er tut. Es handelte sich hierbei um ein ganz gezieltes, strategisches Vorgehen. Denn er hatte keinerlei Angst, dass Heidi danach über diese Tat sprechen würde. Er wusste ganz genau, wie er sie maximal manipulieren kann, damit sie nicht sprechen wird. Er traf mitten in ihr Herz, weil er ihr während der Vergewaltigung bestimmte Worte vermittelte. Nach der stundenlangen Vergewaltigung sprang er unter die Dusche und sang ein Lied, was du sicherlich kennen wirst. Wenn du diese gesamte Geschichte im Zusammenhang hören wirst, wirst du dir nur denken, Psychopath. Danach begann Heidis Leidensweg bis zum 29. Lebensjahr. Mit 18 entschied sie sich, Stripperin zu werden und sich maximal mit Drogen zu betäuben. Sie entwickelte eine zweite Persönlichkeit namens Gina, um diesen ganzen Schmerz irgendwie erträglicher zu gestalten und auszuhalten. Mit 29 Jahren brach dieses System zusammen und sie war gezwungen, sich auf etwas anderes in ihrem Leben zu fokussieren als auf die Dunkelheit. Sie entdeckte ein Buch, was ihr half, ihre Einstellung komplett zu verändern. Und dieses Buch, das kennst du. Heute redet sie sehr viel über Liebe und Selbstliebe. Und ich persönlich habe sie damals entdeckt durch ein Video, was sie auf YouTube hatte, mit dem Titel Vergewaltigt und dankbar. Und ich dachte mir nur, wow, wie kann eine Frau so einen Titel wählen und so über ihre Geschichte sprechen? Sie ist wirklich eine faszinierende Frau mit einer unglaublichen Geschichte. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke, dass es dich gibt. Und wir sehen uns gleich im Interview. Let's go! Ja, liebe Heidi, herzlich willkommen zu diesem Interview. Mich freut sehr, dass du dich bereit erklärt hast, heute auch deine Geschichte zu teilen. Und meine erste Frage an dich, sowie auch an alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist, was ist denn überhaupt passiert? Beantworte ich dir gerne, Matthias. Vorab allerdings danke ich dir, dass ich meine Geschichte hier bei dir erzählen darf und du auch deine Reichweite nutzt, damit diese Geschichte Menschen erreicht. Ja. Menschen, die dadurch einen enormen Mehrwert gewinnen können, weil sie ihr eigenes Leben dadurch retten. Weil mein Leben ist fast zugrunde gegangen, weil ich leider Gottes nicht darüber gesprochen habe, was mir passiert ist. Mhm. Ja, und zwar habe ich damals mit 16 über eine Social-Media-Plattform einen älteren Herrn kennengelernt. Mhm. Alleine hier schon. Wenn ich damals die Selbstliebe zu mir gehabt hätte, hätte ich mich mit diesem Menschen niemals getroffen. Selbstliebe ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin der Meinung, dass auch das ein Schulfach in deutschen Schulen oder auch weltweit in Schulen sein sollte, damit so etwas nicht passiert. Ja. Na gut, meine Selbstliebe war leider nicht vorhanden. Ich habe mich mit diesem Menschen getroffen. Und wir sind damals zu ihm nach Hause gefahren und ich wurde vergewaltigt. Und hier auch das Interessante, also jeder Mensch, der diese Erfahrung machen musste bzw. machen durfte, der kennt den Moment, wo dir bewusst wird,
Du wirst jetzt gerade vergewaltigt. Die Definition des Wortes Vergewaltigung, die dir in der Schule beigebracht wurde, weil sehr viel mehr wird dir hier nicht beigebracht, die trifft jetzt zu. Und dann fragst du dich, was wird danach sein, wenn ich hier jemals wieder rauskomme, wenn ich das überlebe, was ist danach? Und auch darüber sollte gesprochen werden, was für Möglichkeiten ein Mensch hat, weil es gibt nicht nur die Möglichkeit, A, nicht darüber zu sprechen und das Ganze in sich hineinzufressen und daran innerlich zugrunde zu gehen, oder Option B, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Also dazwischen gibt es noch so viele andere Schritte, nur das ist ja nicht schick, das ist ja nicht schön, das glänzt nicht, das glitzert nicht, also wird darüber nicht gesprochen. Und das ist einfach falsch. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, hier zu sitzen und darüber sprechen zu dürfen. Und auch generell, Matthias, dass du das machst. Das ist ja nicht das erste Interview. Ja. Gerne. Vielen Dank auch für deine Wertschätzung. Es ist immer schön, das natürlich zu hören. Und ich denke mal, wir haben beide dasselbe Ziel. Also wir wollen Menschen davor schützen, genau dasselbe zu machen oder halt auch einfach dieses Bewusstsein verbreiten, dass das Thema existiert und ja, es einfach größer machen. Weil ich glaube, nur durch Wissen können wir überhaupt, ja, Kinder schützen, Jugendliche schützen. Wie du gesagt hast, hat auch viel mit Selbstliebe zu tun. Ich finde das cool, dass du gesagt hast, hey, das müsste eigentlich ein Fach sein in der Schule. Vielleicht können wir uns ja einfach mal chronologisch durcharbeiten, sozusagen, was du erlebt hast. Also du bist schon angefangen, also das war mit 16 und es war auf einer Social-Media-Plattform. Gab es da so etwas im Vorfeld auch schon wie eine Täterstrategie, sage ich mal? Also war diese Vergewaltigung von ihm geplant? Hat er versucht, irgendwie dein Vertrauen zu erschleichen? Oder wie hat er das gemacht? Kannst du dich da erinnern? Hundertprozentig. Das ist mir erst vor wenigen Jahren bewusst geworden, also ziemlich genau vor 4 Jahren. Ist mir bewusst geworden, dass dieser Mensch strategisch vorgegangen ist. Ich möchte an dieser Stelle allerdings noch eine ganz wichtige Sache sagen. Natürlich lässt sich nicht jede Vergewaltigung vermeiden, um Gottes Willen. Nur weiß ich für mich in meinem Fall, wenn ich mehr Selbstliebe empfunden hätte, wenn ich mehr Selbstvertrauen gehabt hätte, dann wäre ich damals zu Freunden oder Eltern gegangen und hätte gesagt, guck mal hier, was dieser Mensch mir schreibt. Alleine, dass er auf dieser Plattform war. Also das war für Schüler und Studenten, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber da hatte er rein gar nichts zu suchen. Okay, und ja, wenn meine Selbstliebe groß genug gewesen wäre, dann hätte ich das vermeiden können. Ich hätte sagen können, Papa, guck mal hier. Und dieser Mensch möchte sich mit mir treffen. Und dann hätte sich das verhindern lassen können. Aber nein, meine Selbstliebe war nicht da, sondern habe ich gehofft, Liebe von diesem Herrn zu bekommen. Mhm. Ja, und jetzt habe ich deine Frage leider so ein bisschen verworfen. Alles gut, alles gut. Chronologischer Ablauf, glaube ich, wolltest du wissen. Genau, also meine Frage war, ob es so etwas gab wie eine Täterstrategie. Ah, ja. Wie gesagt, wir haben uns getroffen. Ich habe damals in Köln-Kalk gelebt und da hat er mich auch abgeholt. Ich weiß noch ganz genau, in seinem grünen Jaguar mit beigen Ledersitzen und ich dachte so, oh, wow, und dieser Mann ist an mir interessiert. An mir kleinem Häufchen Elend. Er möchte mich an seiner Seite haben, mich als seine Freundin haben. Ich habe mich so toll gefühlt. Und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren. Wunderschöne Villa mit Garten und Pool. Und ich hatte damals gerade meine Friseurausbildung abgebrochen. Darüber haben wir auch gesprochen gehabt. Und er hatte so einen alten Camper bei sich im Garten stehen. Und sagte dann, ja, und ich baue dir den aus, dann kannst du da deine Leidenschaft als Friseurin ausleben, weil ich liebe dich ja. Also er hat wirklich solche Worte gesagt und Liebe war einfach etwas, wonach ich mich so sehr gesehnt habe. Ne? Das war wie Schokolade für kleine Kinder. Das war die Liebe für mich. Und dann sind wir im Haus gewesen und er sagt, ja komm, ich zeig dir mal den Partykeller.
Und ich denke, ja, zeig mir mal den Partykeller. Und wir sind runtergegangen und ich höre das bis heute, wie diese Kellertür zugeht, rums, so eine Stahltür, und er das Schloss zumacht. Das hat so richtig Klack gemacht. Und da war der erste Moment, wo ich so richtig, was passiert jetzt? Und das habe ich ihn auch gefragt. Ich sage, warum schließt du die Türe ab? Und dann grinst er so hässlich und sagte, das zeige ich dir jetzt. Und das hat er mir dann auch gezeigt. Und weshalb ich hundertprozentig überzeugt bin, dass dieser Mann strategisch vorgegangen ist, ist, dass in diesem Keller wie ein Hürdenlauf aufgebaut war. So verschiedene Stationen, die du durchlaufen musstest. Ja, und von daher, um die Frage kurz zu beantworten, ja, das war strategisch. Nur dadurch, dass ich das damals alles verdrängt habe, nachdem ich da wieder raus bin, mit jeder Minute, mit jeder Stunde, mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat, der verging, wo ich nichts gesagt habe, ging das halt alles weiter weg, bis zu dem Zeitpunkt mit 29 kam wirklich alles hoch. Also ich habe mit 29 versucht, mir das Leben zu nehmen, bin daraufhin in eine geschlossene Anstalt eingewiesen worden. Und von 16 bis 29 habe ich mich mit Alkohol und Drogen benebelt. Also ab diesem Zeitpunkt habe ich dafür gesorgt, dass jegliche Erinnerung, die versuchte hochzukommen, ganz schnell wieder verbuddelt wurde. Ja, ich habe mich damals entschieden, eine Maske aufzulegen und eben eine Frau zu sein, eine Frau zu werden, die ich eigentlich gar nicht bin. Und das hat mich fast mein Leben gekostet. Und auch viele, viele Menschen um mich herum sehr, sehr verletzt. Aber da werden wir ganz bestimmt im Laufe des Gesprächs noch zu kommen. Ja. Wie lange habt ihr geschrieben auf dieser Plattform, bevor es zum Treffen kam? Und war das das erste Treffen, was ihr gehabt habt? Das erste und einzige. Erste und einzige, okay. Ja, aber ja. Er brauchte auch gar nicht lange mit mir schreiben. Wie gesagt, das war die Liebe, die ich mir von ihm erhoffte, war die Schokolade für kleine Kinder. Okay. Und du hast gesagt, in diesem Keller, das war wie ein, also da waren Stationen wie in einem Hürdenlauf. Also kannst du das näher beschreiben? Was meinst du damit? Oh, ich weiß nicht, ob das gesund ist, wenn ich das näher beschreibe, aber ich versuche es. Es waren einfach, na, im Sex gibt es ja auch verschiedene Positionen und die lassen sich verstärken, wenn der Po höher gelegt wird, der Kopf runtergelegt wird und viele andere Dinge. So dass es für ihn einfach am einfachsten ist, am befriedigsten ist und er die beste Sicht hat. Okay. Ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe, für ihn muss es ein wunderschöner Anblick gewesen sein, so dass er wirklich sehen kann, wie sein Opfer darunter leidet. Ich verstehe. Okay. Das heißt, es gab so Stationen, wo er dann halt eben die und die Position machen konnte und ja, am besten beobachten konnte. Und das lässt ja auch vermuten, dass er genau weiß, was er getan hat und was oder quasi sich schon darauf vorbereitet hat, in irgendeiner Art und Weise. Weißt du, wie lang das Ganze gegangen ist? Warst du da für Stunden drin oder Minuten oder kannst du dich erinnern? Stunden. Wie hat das Ganze dann aufgehört? Oh, mit seinem persönlichen Höhepunkt. Und das ist auch etwas, was mir mit 29 dann erst bewusst wurde, weil für ihn war das so, also ich weiß noch, ich habe wie das letzte Häufchen Elend auf dem Boden gelegen, so in Embryostellung. Und war einfach unglaublich froh, in einer Seite unglaublich froh, dass es vorbei zu sein schien. Du weißt ja nicht, okay, holt er jetzt
neuen Anlauf und dann kommt die nächste Runde oder kommt jetzt noch jemand dazu oder lässt er dich hier überhaupt wieder raus oder dreht er dir gleich den Hals um? Mhm. Was passiert? Was passiert jetzt? Und da war eine Dusche gewesen in diesem Keller. Und ich werde niemals vergessen, er ist dann duschen gegangen und jetzt lief der Song I Want to Break Free. Und er trällerte total erfreut den Song unter der Dusche I Want to Break Free. Und dann kam er raus, zog so einen weißen Frottimantel an. Und dann hat er mich gefragt, ob er mir was zu essen bestellen soll. Das weiß ich auch noch. Und ich weiß nicht, ob ich damals was dazu gesagt habe oder nicht. Ich lag halt einfach bloß da und hatte echt Schiss, was jetzt als nächstes passiert. Und er hat sich auch wirklich was zu essen bestellt. Mhm. Das ist richtig hier eingespeichert, diese Minuten. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, ich möge mich doch jetzt bitte verpissen, weil er bekommt heute noch Besuch von einer richtigen Frau und nicht von so einem Stück Scheiße wie mir. Ja, und dann habe ich meine Sachen genommen, habe mich angezogen und bin da raus. Und dann weiß ich noch, da war so eine große weiße Wand. Dann habe ich mich angelehnt und bin so in mir zusammengesunken, weil du weißt in dem Moment gar nicht, war das jetzt echt, war das geträumt? Ich meine, ich habe mir auch ein paar Mal eine reingehauen und mich so gepitcht und musste leider feststellen, verdammt, egal wie feste ich pitche, ich werde nicht wach. Das ist scheiße, scheiße, scheiße echt gewesen. Und dann kommt wieder die Frage, was machst du denn jetzt? Ja. Und ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, loszugehen. Ich bin zur nächsten Bahnhaltestelle gelaufen und habe mich den ganzen Weg über gefragt, warum die Menschen, die mich so anstarren, mir denn nicht helfen. Ich denke, also ich fühlte mich von jedem so angeguckt. Ich denke, warum guckt ihr mich denn nur an? Warum hilft mir denn keiner? So heute, wenn du nichts sagst, dann kann dir auch niemand helfen. Ja, es ist im Prinzip ganz leicht. Aber ich habe nichts gesagt und ich habe überlegt, wo fahre ich denn jetzt überhaupt hin? Fahre ich jetzt zu meiner Mama? Fahre ich jetzt zu meinem Papa? Ich habe damals bei meinem Vater gelebt, meine Eltern sind getrennt. Fahre ich jetzt zur Polizei? Fahre ich einfach irgendwo hin ohne Ziel? I don't know. Ich habe mich dann damals dazu entschieden, nach Hause zu fahren. Mein Dad hat dort gelebt und auch mein kleiner Bruder. Und ich hatte die große Hoffnung, ich denke, wenn ich jetzt nach Hause komme, mein Papa sitzt bestimmt im Wohnzimmer und guckt fern und mein Bruder wird an der Playsee sitzen. Dann kannst du direkt ins Badezimmer gehen, ohne dass dich jemand sieht. Hat auch ganz gut geklappt. Also ich bin zu Hause rein, hallo, und ins Badezimmer gegangen. Wie sagt man das? Klischee, Mainstream, wie so viele, und habe mich unter die Dusche gesetzt. Über Stunden. Like this. Also gefühlt über Stunden. So. Und ich habe einfach bloß geweint und mich gefragt, warum, wieso, und was mache ich jetzt? Und eigentlich eine Frage, die immer wieder aufkam, war, was mache ich, wenn mein Vater gleich kommt? Was sage ich? Sage ich überhaupt irgendwas? Und wenn ich nichts sage, was sage ich? Und ich weiß, mein Dad hat immer zu mir gesagt, Kind, wenn dir jemals so etwas passiert, dann soll dieser Mensch dafür sorgen, dass er sich selber zur Polizei bringt, weil sonst drehe ich ihm den Hals um. Und diese Worte klingelten die ganze Zeit in meinem Ohr. Ich denke, will ich das herausfinden, ob er das ernst gemeint hat? Schlimm genug, was dieser Mensch jetzt mit mir gemacht hat. Aber wenn mein Vater ihm den Hals umdreht, dann büßt mein Vater dafür. Und irgendwann wurde das erste Mal geklopft. Kind, ist alles in Ordnung? Ich denke, Scheiße. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Ich blieb einfach da sitzen.
und ich wurde wieder geklopft. Ist alles in Ordnung? Ja. Ich denke, du musst jetzt langsam hier raus, du musst jetzt hier raus, du musst hier raus. Aber was machst du dann? Und bei uns gegenüber von der Dusche, da war ein Spiegel. Dann bin ich irgendwann aufgestanden und habe in diesen Spiegel geguckt. Und ich war richtig am Weinen. Also mein Gesicht war ein weinendes Gesicht. Und dann habe ich wirklich original einmal so gemacht. Und dann war dieses Gesicht so. Und so blieb es. Bis zu meinem 29. Lebensjahr. Das war die Maske, die ich mir aufgelegt habe. Und die habe ich auch aufrechterhalten. Und dann bin ich irgendwann, also beim dritten Klopfen aus dem Bad raus. Und ich wurde wieder gefragt, Kind, ist alles okay? Ja. Warum? Und wir haben an dem Tag, ein paar Minuten später, gab es etwas zu essen. Und wir saßen am Essenstisch, mein Bruder, mein Dad und ich. Und ich saß halt einfach nur noch so da. Die Frau mit der eisernen Maske. Ja. Und dann habe ich mich mit meinen Freunden getroffen. Drogen waren da schon, also Marihuana, Joints, Bonrauchen war gang und gäbe. Ich habe aber immer Nein gesagt. Ich konnte da zwar sitzen, aber ich habe immer gesagt, Leute, ich möchte meine Schule gut abschließen, ich möchte meine Ausbildung gut abschließen, ich möchte ein gutes Leben haben. Also macht ihr, wie ihr wollt, aber ich brauche das Zeug nicht. Aber ab dem Tag, dreh uns doch mal einen Joint. Wie? Du? Sag ja, ich möchte das mal probieren. Und mit dem ersten Zug war alles, all diese Fragen, all diese Wut, all diese Verzweiflung, all dieser Hass, all diese Scham, wie unter Wasser. Und ich denke, das ist ja nice. So fühlt sich das also an. Ja gut, dann halte ich das einfach so bei. Na, nur jeder, der Drogen nimmt, der weiß, je mehr du rauchst, je länger du rauchst, dein Körper wird irgendwann wie immun dagegen. Da muss halt was anderes her. Ja gut, dann, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Du kannst alles sagen, was du willst. Du kannst ja auch im schlimmsten Fall nachher piepen oder was auch immer oder rausschneiden, genau. Dann ging es halt weiter mit PEP, dann ging es weiter mit Kokain, dann ging es weiter mit LSD, dann ging es weiter mit irgendwelchen Pillchen, Ecstasy, egal. Was da ist, um die Erinnerung, um das Bewusstsein zu vernebeln, gib es mir. I don't give a fuck. Ja. Wow. Ja, erstmal danke, dass du da auch so detailreich erzählst. Ich glaube, das wird vielen Leuten auf jeden Fall helfen, die das Ähnliche einfach durchmachen. Mir sind jetzt zwei Sachen echt hängen geblieben. Und zwar, dass dieser Typ danach in die Dusche gegangen ist und I want to break free gesungen hat. Das klingt ja total psychopathisch. Dass er überhaupt gar keinen Sinn dafür hat, gar keinen Verstand hat, was da eigentlich passiert ist und danach sogar noch feiert. Für ihn mit 29 wurde es mir klar, ja. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich auch nicht die Erste war. Mhm. Und vor allem, dass ich auch nicht die Letzte war. Mhm. Und deswegen, bitte, wenn du dieses Video siehst, mach deinen Mund auf, weil der Mensch, der dir das angetan hat, der wird bei dir nicht aufhören. Verstehst du das? Wenn du deinen Mund öffnest, gibst du dadurch die Möglichkeit, dass du es anderen Menschen ersparst. Wenn ich meinen Mund aufgemacht hätte, da bin ich mir sicher, dann hätte ich verhindern können, dass andere Menschen ebenfalls über diesen Hürdenlauf gehen müssen und danach die Entscheidung treffen, was mache ich jetzt? Sag ich gar nichts? Springe ich von der nächsten Brücke, schneide ich mir die Pulsadern auf, damit ich diesen Schmerz nicht mehr ertrage. Und auch die Familien dadurch. Das Ding ist, das habe ich aber auch erst mit 29 begriffen. Ich habe ja nicht nur mein Leben ruiniert, sondern habe ich auch eine Familie, die sich gefragt hat, ja, was ist denn mit dem Kind passiert?
Wer ist dieses Mädchen, die da diese eiserne Maske trägt? Ich habe mich richtig von meiner Familie. Also Bub, mit meinem 18. Lebensjahr habe ich angefangen zu strippen, weil hey, ich war mir ein Scheißdreck wert. Ja, und auch gefühlt war ich niemandem irgendwas wert. Und ich denke, wenn ich eh niemandem was wert bin, mein Ziel war der Club 27. Ich denke, mit 27, gut, live fast and die young. Ah, okay, verstehe. Lass dich krachen, damit du so früh wie möglich diese Erde verlässt. Also ich habe auch mehrmals versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich saß oft mit dem Messer hier. Aber ich war zu feige. Ich habe es nicht, zwar gekratzt und verletzt, auch blutig, aber nie tief genug. Dafür war einfach die Kraft nicht da, der Mut nicht da, die Wut vielleicht auch nicht groß genug. Jetzt bin ich, habe ich den Faden verloren. Alles gut. Ja, ich habe systematisch versucht, mich zugrunde zu richten. Durch die Entscheidung zum Beispiel strippen zu gehen. Mhm. Wenn ich gesagt hätte, hey, ich finde das nice. Es gibt doch nichts Geileres, wie nackelig über die Bühne zu laufen und damit sein Geld zu verdienen. Ja, nice, mache ich das halt. Nachts arbeiten, Alkohol trinken. Ne? Also eine Stripperin verdient nicht durch das Tanzen Geld, sondern durch den Alkohol. Wupp, hatte ich da auch große Alkoholprobleme in meiner Vergangenheit. Mhm. Ja, leider habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Ich war dabei, dich zu bitten, den Mund aufzumachen. In erster Linie für dich, weil das passiert, das ist grauenvoll. Das ist wirklich eine ganz, ganz grauenvolle Erfahrung. Ich habe diese Erfahrung in meinem Leben noch so viel schlimmer gemacht, indem ich geschwiegen habe. Also es war nicht die Vergewaltigung an sich, die mein Leben ruiniert hat, sondern es war die Entscheidung, wie ich damit umgegangen bin. Tu dir das bitte selber nicht an. Tu dir das nicht an. Und tu das auch den Menschen nicht an, die dich lieben. Darauf wollte ich hinaus. Genau. Sehr gut. Weil ich habe damals richtig abgekapselt von meiner Familie. Weil dieses Monster, zu dem ich mich entwickelt habe, das wollte ich meiner Familie nicht präsentieren. Und ich wollte auch nicht daran erinnert werden, wer ich mal gewesen bin. Ich wollte, mein Arbeitsname damals war Gina. Und Gina wollte mit ihrer Familie nichts zu tun haben, weil sie hätte mich daran erinnert, wer ich wirklich bin. Ja, verstehe. Und das hat wehgetan. Das hat so unglaublich wehgetan. Mhm. Also hatte ich über Jahre lang überhaupt gar keinen Kontakt zu meiner Familie. Und jetzt erklär der Familie mal, warum. Warum ist mein kleines Mädchen auf einmal so? Wer ist diese Person? Mhm. Aber sie sitzt einfach nur so da. Mhm. Verstehe. Und sagt nichts. So hast du so etwas wie eine, ja, ich sag mal, neue Identität aufgelegt. Voll. Mhm. Voll. Die andere Sache, die mir hängen geblieben ist, oder beziehungsweise ich frage erstmal das, weißt du denn, ob dein Täter jetzt noch mehrere Opfer gehabt hat, also so mit Sicherheit? Hast du davon gehört oder hast du jemals wieder etwas von ihm gehört? Oder? Mhm. Okay. Weiß ich nicht. Okay, also danach wart ihr auch nie wieder in Kontakt sozusagen nach diesem... Nein, was mir einfiel, auch erst vor ein paar Jahren. Mhm. Ich bin damals hingegangen und habe mich an den Support von der Social-Media-Plattform gewendet. Da war ich mutig genug und habe denen geschrieben, was passiert ist, habe das Profil dahingeschickt, habe den Namen dahingeschickt. Nur... Ich meine, ich habe mein Profil gelöscht oder mich halt einfach nie wieder eingeloggt. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Okay. Wie alt war der Täter? Weißt du das noch? Ungefähr? Nochmal? 40 plus? Okay. Okay. War das damals zu der Zeit irgendwie komisch für dich, sag ich mal? Weil du warst 16, er war, oder hat er dir das normale Alter überhaupt verraten? Doch, das hat er. Hat er? Okay. Das. Und das ist ja das Ding. Es hätte komisch für mich sein sollen. Ich hätte sagen sollen, was bist du für ein Freak?
Diese Plattform hier ist für Schüler und Studenten, mein Freund. Ich könnte deine Tochter sein. Also verpiss dich. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe gedacht, oh, wow, ich bin schon ein richtig großes Mädchen. Ja, klar. Gut, aber dieser Mann hat wirklich Interesse an mir. Ja, aber das ist seine Schuld. Ich meine, du als Jugendliche kannst da ja gar nichts für, weil wann immer so etwas passiert, ist das Kind oder der Jugendliche ja einfach abhängig von dem Erwachsenen aufgrund von dieser entwicklungsbedingten Abhängigkeit, weil einfach Erfahrung fehlt. Ohne Erfahrung, kein Wissen, können uns nicht schützen. Und die Schuld dafür trägt einzig und allein natürlich er. Mir ist noch eine andere Sache in den Kopf gekommen. Und zwar, du saßt ja unter der Dusche und dann hast du dich gefragt, was mache ich denn jetzt, wenn mein Vater reinkommt? Und dein Vater hat ja vorher dir schon gesagt im Leben, hey, wenn dir das jemals passieren sollte, dann sozusagen Gnade Gott dem Täter, dass er sich selber zur Polizei schickt. Ansonsten drehe ich ihn den Hals um. Das hat ja zusätzlich wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch ein bisschen Druck auf dich nochmal ausgeübt, ob du sozusagen darüber reden darfst. Ich meine, dein Vater hat das niemals in irgendeiner Art und Weise böse gemeint, sondern wollte dir wahrscheinlich vermitteln, hey, Kind, wenn dir was passiert, dann kannst du dich auf mich verlassen sozusagen. Wie könnte man denn das, ich sag mal, anders einem Kind beibringen? Hast du da eine Idee, ohne dass da Druck entsteht? Weil wenn das jetzt zum Beispiel etwas gewesen ist, was dich gehemmt hat, etwas zu sagen, wie könnte man es besser machen? Hast du da eine Idee? Indem auch Eltern darüber aufgeklärt werden und generell jeder Mensch darüber aufgeklärt wird, wie er damit umgeht, wenn ein anderer Mensch, egal in welcher Beziehung diese Menschen zueinander stehen, auf dich zukommt und dir so etwas anvertraut, dass man eben einfach nur zuhört, einfach nur da ist, einfach nur in den Arm nimmt, wenn in den Arm genommen werden möchte, weil es, ich weiß nicht, ich bin anfangs immer zusammengezuckt, wenn jemand nur seine Hand ausstreckt, habe ich gedacht, wow, dabei war ja gar nichts mehr, aber das prägt halt einfach. Und nicht die eigenen Gefühle hochkommen zu lassen. Wenn man so etwas hört, dann ist man zum Beispiel verführt zu sagen, so ein Mistkerl und den machen wir fertig, den hauen wir jetzt zusammen oder wir gehen jetzt sofort zur Polizei, los, nimm deine Sachen. Nein. Weil wenn du dich aufregst, dann regt sich auch der Mensch auf, ich möchte nicht sagen Opfer, sondern der Mensch auf, der diese Erfahrung machen musste. Emotionen übertragen sich ja, Emotionen projizieren. Also versuch, wenn jemals ein Mensch auf dich zukommt und dir erzählt, ich bin vergewaltigt worden, sei einfach nur da, unvoreingenommen. Das ist so der größte Tipp, den ich an dieser Stelle geben kann. Und sag, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber wenn du es mir sagst, dann bin ich da. Ich bin da, wenn du in den Arm genommen werden möchtest. Ich bin da, wenn du reden möchtest. Ich bin da, wenn du schreien möchtest, um einfach alles rauszulassen. Ich bin da, wenn du irgendwas vor Wut zerstören möchtest. Komm, wir nehmen das Geschirr aus der Küche und wir knallen es einfach zusammen auf den Boden. Oder wenn du rennen möchtest, ich renne mit dir. Und wenn du reden möchtest mit mir, mit einem anderen Menschen, dem das passiert ist, mit einer Psychologin oder einem Psychologen oder der Polizei, einem Anwalt, ich gehe mit dir, ich bin da, ich bringe dich hin und bleib vor der Tür, ich bringe dich hin und komm mit rein. Lange Rede, kurzer Sinn, unvoreingenommen, vor allem emotionslos, das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil sich unsere Emotionen eben übertragen und mit allen Optionen offen. Egal, was du jetzt brauchst, abgesehen davon eben anzufangen, Drogen zu konsumieren, bin ich da. Was würdest du denn sagen, was hätte dein oder deine Eltern oder deine Familie denn tun können? Weil du hast ja sozusagen, wolltest nicht drüber reden oder was kann ein Mensch tun, wenn man nicht darüber reden möchte?
Hast du da eine Idee? Also was hätte dir vielleicht damals auch in der Situation gut getan oder hättest du dir vielleicht gewünscht? Was hätte ich mir damals gewünscht? Zurückzuspulen, das habe ich mir oft gewünscht. Das war mehr oder weniger mein einziger Wunsch, aber das lässt sich nicht zurückspulen. Kann man denn dann von außen, sage ich mal, überhaupt etwas tun in dem Augenblick? Ich denke, abgesehen von dem, was ich gerade erwähnte, eben unvoreingenommen und emotionslos da zu sein. Okay, einfach da sein. Und vielleicht noch, ja, nicht so aufdringlich, also nicht alle paar Minuten. Und willst du jetzt reden? Komm, jetzt ist ja wieder eine Stunde rum. Willst du jetzt reden? Oder vielleicht auch den Tipp zu geben, zu schreiben. Wenn du nicht mit mir sprechen möchtest, dann schreib, was in dir vorgeht. Schreib's auf, schreib's alles raus. Also es muss irgendwie raus, ob das jetzt schriftlich passiert oder ob das mündlich passiert, aber lass es raus. Weil sonst, das frisst dich von innen auf. Es frisst dich wirklich von innen auf. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube, das mit dem Schreiben, ja. Und nochmal, genau. Nochmal in Bezug auf die Situation, wenn du jetzt als 16-jähriges Kind so etwas erlebt hast, Jugendliche, so etwas erlebt hast, du kommst nach Hause und du hast schon gesagt, das war wie als wenn da waren Stationen aufgebaut und du lagst so dann später am Boden. Und stell ich mir vor, oder die Zuschauer können sich auch vorstellen, dass du total die Schmerzen gehabt hast, also körperliche Schmerzen auch. Und man sieht das irgendwie von außen oder war da gar nichts? Das ist auch eine richtig interessante Erfahrung gewesen, die ich jetzt Jahre später erst wahrgenommen habe. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Kind, wenn dir sowas passiert, bitte, bitte versuch stillzuhalten. Wehr dich nicht, weil sonst ist dieser Mensch verführt, vielleicht noch Schlimmeres zu tun, als nur dich sexuell zu missbrauchen. Und auch diese Worte habe ich mich dran erinnert, weil anfänglich habe ich mich natürlich gewehrt. Anfänglich habe ich versucht, den von mir wegzustoßen und zu schlagen und zu treten und war. Aber irgendwann kam der Moment, du verkrampfst ja auch richtig, du bist. Und irgendwann. Lässt du einfach los. Du lässt einfach los. Und das war das allererste Mal, wo ich aus meinem Körper herausgegangen bin. Ich stand förmlich in dritter Person neben uns. Und ich habe mir selber den Kopf gestreichelt. Ich habe gesagt, du kannst das. Du schaffst das. Atme. Atme. Halt still, atme. Das ist gleich vorbei. Wirklich, als ob ich mir selber über meinen Kopf streicheln würde. Halt still. Du schaffst das immer wieder. Das ist gleich vorbei. Und dann, wie von der dritten Person neben mir, bin ich wieder in mich rein. Und da war es dann aber auch schon vorbei. Aber deine Frage war, ob ich Schmerzen hatte währenddessen, also ab dem Moment, wo ich losgelassen habe, bis zu dem Moment, wie ich wieder in meinen Körper zurückging, gar nichts. Danach natürlich ja, aber währenddessen nicht. Wie ist denn danach dein Weg? Also du hast ihn ja schon angerissen, sozusagen, Drogen, Alkohol. Du hast dich entschieden, ja, Stripperin zu werden. Wie lange hast du das durchgezogen? Bis 29 dann? Okay. Und es hat, ja, also ich kann mir vorstellen, du hast ja schon gesagt, es hat krasse Auswirkungen gehabt, auch auf dein familiäres Leben. Du hast dir eine neue Persönlichkeit sozusagen aufgebaut als Gina. Und mit 29 ist das dann alles zusammengebrochen sozusagen? Ja. Ja? Ja. Also ich bin mit 18 ins erste Lokal rein. Das war bei uns in Köln das Stardust. Da hat meine Karriere angefangen.
Ich bin ja auch damals hin, ich kannte das ja nicht, ich wusste auch nicht, ob ich das kann oder so. Ne? Ich bin da einfach rein, ich denke, darf ich hier arbeiten? Ja, hast du das denn schon mal gemacht? Ich sage, nö, aber ich weiß, wie man sich auszieht. Dann hat er mir halt gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Erstes Lied tanzt du nur, zweites Lied ziehst du dich aus. Ja, gut, dann bin ich halt auf die Bühne, erstes Lied nur getanzt, zweites Lied auch ausgezogen. Erster Abend 800 Euro, das weiß ich noch ganz genau. Und ich habe gedacht, holy moly, das war für mich enorm viel Geld. Mhm. Ja? Mhm. Und das war für mich enorm viel Geld, um mir meine Sinne nochmal ganz anders zu vernebeln. Mhm. Ja, vorher musstest du ja ein 10er Gras mit 1-Euro-Stücken kaufen. Hör mal, gib mir gleich für 100, gar kein Ding. Und morgen nehme ich nochmal für 100. Und für meine Freunde nehme ich auch für 100. Ne? Weil davon habe ich jetzt ganz viele. Ich habe nachts gelebt, tagsüber gepennt im Delirium. Ich war mein eigener Chef. Ich hatte auf einmal Geld. Es ging mir halt gut. Mhm. Gut. Ja, in Anführungszeichen. Ich möchte das klar übersetzen. Mir ging es beschissen. Aber dadurch, dass ich ja nie klar in meinem Kopf war, bildete ich mir ein, so wie es ist, ist es schon okay. Mhm. So, und dann gibt es aber auch größere Läden in München, in Berlin, in Österreich, in der Schweiz. Ich denke, Köln ist nicht genug. Bin ich halt rumgereist, mal hier, mal da, mal hier, mal da. Und in Stuttgart, da habe ich nach vielen Jahren, also da sind von 18 bis 23, sind 5 Jahre, nach den ersten 5 Jahren habe ich zum allerersten Mal einen Mann im Club kennengelernt, wo ich nach Hause gegangen bin nach der Arbeit. Also ich habe mich niemals mit einem Mann außerhalb des Clubs getroffen. Ich schneide mir ja nicht selber ins Fleisch, habe ich nicht viel von. Im Club verdiene ich da wenigstens dran. Mhm. Jedenfalls bin ich damals nach Hause in die Frauenwohnung gegangen. Solche Läden haben immer Wohnungen, wo die Damen drin schlafen dürfen. Habe mich hingelegt und habe gedacht, boah, wer war denn der XY? Ich kannte seinen Namen noch. Und das ist mir wirklich noch nie passiert. Dann habe ich am nächsten Tag meine Sachen genommen und bin sofort nach Köln gefahren. Mhm. Weil das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, wie dieser erste Abend im Club verlief. Aber er hat mich hier berührt. Und ich denke, wow, schnell, Beine in die Hand und weg. Weil hier kam niemals jemand dran. Mhm. Ja, das war etwas, gut, du hast mir meine Würde genommen, körperlich, physisch gesehen, aber das hier kriegt keiner. Mhm. Hm? Mhm. Dann bin ich auch gute 3 Monate, glaube ich, in Köln geblieben, bin dann wieder zurück nach Stuttgart und dieser Laden hatte einen Live-Ticker, du konntest also immer sehen, welche Frau im Laden ist. Kaum bin ich im Laden, ist dieser Herr schon wieder da. Ich denke, das ist doch nicht sein Ernst. Ich war jetzt 3 Monate nicht da. Und er kam eigentlich aus den Staaten. Ich denke, der wäre schon längst wieder, ne, im Land of the Free. Ja, und dann sitzt er plötzlich da. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn. Er war der allererste Mensch, mit dem ich mich außerhalb des Clubs getroffen habe und der hier dran gekommen ist. Wow. Und wir haben allen Ernstes geheiratet. Ja, mit dem in die Vereinigten Staaten gezogen, nach New York. Ich habe dort studiert, ich bin wieder zur Schule gegangen, ich habe Medical Assistant studiert, bis dann eines Tages ich in den Semesterferien nach Hause geflogen bin und wieder zurück in die USA. Und bei der Einreise haben die mir meine Handys und meinen Laptop abgenommen. Ich habe als Friseurin in den Staaten gearbeitet, allerdings schwarz und ich hatte kein Arbeitsvisum. Mhm. Das hat zur Folge, dass ich gebannt wurde. Wurde mein Visa aus meinem Pass rausgeschnitten und ich wurde direkt mit dem nächsten Flieger zurück nach Deutschland geschickt. Krass. Und damit war dann auch diese Ehe hinfällig. Weil dieser Mensch, heute verstehe ich das, das hat mich auch viele, viele Zeit gekostet. Absolut zielstrebiger Mann, ja, der in seinem Leben, der aus seinem Leben was machen möchte. Und
diese ganze Drama-Story mit mir, das hat ihn einfach aufgehalten. Heute kann ich verstehen, dass er dann irgendwann gesagt hat, sorry, aber damit ich persönlich weiterkomme, muss ich dich jetzt loslassen, auch wenn das wird ihm selber auch wehgetan haben. Mhm. Ja, boom, von der Skyline zum Bordstein zurück, von New York, Broadway, Manhattan, zurück nach Köln-Kalk, zurück in die Clubs, natürlich. Ja, wieder schön selber strafen. Habe ich weitergemacht. Und weil damals war auch noch so ein bisschen, mein Mindset war schon größer, aber ich habe trotzdem gedacht, ja, mein Gott, es soll einfach nicht so sein, du gehörst genau hierhin. Du gehörst auf den Bordstein. Sei okay damit. Na, und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Ja, und dann kam es noch geiler. Ich habe damals mit 16 über meinen Cousin jemanden kennengelernt, bei dem ich halt immer gewisse Substanzen eingekauft habe. Und dieser jemand wurde über die Jahre mit mein allerbester Freund, also wirklich mein Fels in der Brandung. Dieser Mensch war immer für mich da, nicht nur in Bezug auf Substanzen. Und mit 25 ungefähr bin ich dann mit ihm zusammengekommen. Und er hatte aber auch die Einstellung, wie mein Ex-Mann, wenn du eine Beziehung mit mir führen möchtest, dann kannst du nicht länger arbeiten gehen. Jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Bei meinem Ex-Mann war es nicht auf diese Art und Weise, bei meinem Ex-Freund war es einfach überhaupt nicht. Bewusst. Heute wird, also nachdem ich es geschafft habe, mich zu trennen, wurde mir das erst bewusst. Narzisst. Ich war seins. Mir ging es gut, materiell gesehen. Nicht falsch verstehen. Materiell gesehen hatte ich alles. Alles. Aber ich war wie eingesperrt in einem goldenen Käfig. Ja, er hat uns damals eine Wohnung gekauft, hat die auch schön renoviert. Er hat mir sogar ein Auto gekauft. Ich musste nicht arbeiten. Heute würden bei mir da die Alarmanglocken angehen. Wenn jemand zu mir sagen würde, ach, hör mal, ich verdiene so gut, hör du auf, weil dann liegst du wirklich in meinen Händen. Na? Würde ich heute nie wieder tun. Und damals habe ich mir gedacht, boah, der liebt mich so sehr, der will mich sogar finanzieren. Wahnsinn, was für ein Mann. Ne? Mädels, wenn euch das passiert, rennt. Und andersrum genauso. Guckt immer, dass du auf eigenen Beinen stehen kannst. Ja, leider Gottes hat dieser Mensch mich sehr, 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 sehr oft belogen und auch betrogen, was natürlich immer wieder wie ein Messer in mein Herz gewesen ist. Problem allerdings, das war ja, ich meine, ich habe geschrien, hör auf damit. Ich habe geweint, hör auf damit. Tu mir nicht immer wieder weh, du tust mir verdammt nochmal weh damit. Aber auch hier war die Selbstliebe noch nicht groß genug, um zu sagen, pass mal auf, mein Freund, meinetwegen mach weiter so, bleib so, wie du bist oder veränder dich, aber nicht mehr für mich, weil ich bin jetzt weg. Nein, ich, Idiot, bin geblieben, immer wieder. Ich habe ihm immer wieder die Möglichkeit gegeben, mich zu verletzen, das hat er auch getan, was mich immer wieder kleiner und kleiner und kleiner gemacht hat, weil es bleibt dabei. Alles, was ich wollte, war, geliebt zu werden. So, was ich heute allerdings weiß, und das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den ich dir nur mit an die Hand geben kann. Wenn du dich selber nicht liebst, dann erwarte das auch nicht von jemand anderes. Es kann dich niemand auf die Art und Weise lieben, die du dir das wünschst, wenn du das selber nicht tust. Das ist so verdammt wichtig. Ja, so, wenn ich mich damals schon geliebt hätte mit 16, wie gesagt, dann wäre das nicht passiert. Wenn ich mich mit 25 bis 29 geliebt hätte, da hätte der mich meinetwegen einmal belogen oder einmal betrogen und ich hätte gesagt, weißt du was, war nett, ich wünsche dir alles Gute, aber ich gehe jetzt, weil dafür bin ich mir zu gut, dafür bin ich mir zu schade. Aber nein.
Und das macht einen halt immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Dein Selbstbewusstsein wird geschwächt, dein Selbstwert wird geschwächt, der Respekt gegenüber dir selbst wird geschwächt. Ja, und mit 29 war es dann soweit, auch im absoluten Alkoholkonsum und schwer auf Koks. Ich wurde schon wieder von ihm belogen, ich wurde schon wieder betrogen und ich war damals sehr, sehr aggressiv. Ich wusste oft nicht, wohin mit meiner Wut. Aber ich habe nie jemand anderes angefasst. Nur bevor ich jemand anderes angefasst habe, ich habe ganze Schränke umgeworfen. Ja, und ich war damals so. Heute bin ich ein bisschen kräftiger, aber damals war ich ein Strich in der Landschaft, weil wenn du nonstop auf Koks bist, dann kriegt ja nichts mehr dran, ne? Und Glastüren habe ich eingetreten, eingeschlagen. Boah, furchtbar, furchtbar, wenn ich mich daran erinnere, was für ein Mensch ich gewesen bin. Jedenfalls habe ich eine Vase zerdeppert oder irgendwas und habe dann zum ersten Mal die Scherbe wirklich genommen und habe mir gedacht, fuck drauf. Und habe angefangen, einfach wie wild auf mich einzustechen, egal wo. Und er hat auch versucht, mir diese Scherbe abzunehmen. Was nicht funktioniert hat, weil jetzt stell dir eine betrunkene Heidi vor, ne, im absoluten Koksrausch, die, nein, nein, nein. Naja, Ende der Geschichte war, dass ich von der Polizei eingesammelt wurde. Auch das, mein damaliger Freund hat meinen Papa gerufen. Und auch mein Vater hat das alles gesehen. Das sind Bilder, die gehen nie wieder aus seinem Kopf. Ich sehe heute noch die Augen meines Vaters, wie verzweifelt er war. Was kann ich tun? Was kann ich tun, damit mein kleines Mädchen aufhört, sich so zu verhalten? Und was ist passiert? Er wusste es bis damals ja immer noch nicht. Was ist passiert, dass sie sich so benimmt? Puh, er ist gerade hier, ist gerade zu Besuch bei mir auf Mallorca. Und da hatten wir auch letztens ein richtig krasses Erlebnis, weil da hat hier eine Nachbarin von mir auf dem Balkon gesessen. Und sie war auch auf jeden Fall betrunken, konnte hören an den Mann, der Atmung, wie sie sprach. Und sie hat geschrien, du Arschloch, du Wichser. Und ich würde dich am liebsten umbringen. Ich denke, oh Gott, komm her, hör auf. Gib ihm einfach gar nicht mehr die Chance dazu. Liebe dich selbst, lebe dein Leben, sei glücklich, geh deinen Weg, geh neue Wege, wenn dir dein aktueller nicht gefällt. Aber das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht tun. Und da war ich so froh. Ich denke, habe ich auch zu meinem Dad gesagt. Ich sage, Papa, erinnert dich das an jemanden? Und er sagt, Kind, ich habe mich nicht getraut zu sagen, aber ja. Ich sage, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass das alles nicht mehr ist. Mhm. Wirklich. Jetzt bin ich abgedriftet. Wo waren wir davor stehen geblieben? Ich hab eine Frage zu dem, was du erzählt hast. Auch zu dem, was du als letztes erzählt hast. Kannst du festmachen oder warum glaubst du, ich meine, im Außen wurde dir so viel wehgetan, ja? Und sei es jetzt durch den Ex-Partner gewesen oder auch durch den Täter halt eben damals. Warum richtet sich die Wut aber nach innen und nicht so ins Außen? Also warum ist man bereit, sich selber so weh zu tun? Weil ich glaube, das haben viele. Und kannst du da vielleicht näher drauf eingehen? Was glaubst du, warum das so ist? Ich würde das auch auf die Selbstliebe beziehen. Mhm. Wenn da keine Liebe ist, dann ist es eben das Gegenteil. Ne? Das eine gibt es, wie gesagt, ohne das andere nicht. Und wenn du für dich selber keine Liebe empfindest, dann empfindest du halt Ekel, Wut, Enttäuschung, Zweifel, Hass. Es ist leichter. Es wird einem ja auch viel, es wird einem das viel so vorgelebt. Mhm. Finde ich. In Fernsehfilmen, in Fernsehserien, es wird einfach viel zu wenig über Liebe gesprochen. Liebe ist etwas so Wichtiges. Liebe macht unsere Welt zu einem so. Wir sind Liebe. Wir sind hier, um zu lieben. Wir sind hier, um uns selbst zu lieben. Wir sind hier, um alles zu leben, lieben, was kreiert wurde. Und vor allem auch andere Menschen. Aber nein, es ist eher Neid und Hass und Vergleich. Der hat mehr, die sieht besser aus. Man
hat überhaupt kein Gespür dafür, wer man selber ist, sondern man fokussiert sich nur darauf, ja, das habe ich nicht, das bin ich nicht, so sehe ich nicht aus, Motz, 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 Motz. Es fehlt Liebe in dieser Welt. Kannst du beschreiben, also ich weiß ja, bei dir hat das angefangen, nachdem halt die Vergewaltigung gewesen ist, was für Gefühle hat man dann gegenüber sich selber? Also hast du dich selber als eklig wahrgenommen oder dir auch die Schuld dafür gegeben? Also, ja? Ja, nur die Liebe zu mir selbst, die fehlte ja vorher schon. Genau. Mhm. Ich hatte auch vorher schon Essstörungen. Mit 14 war ich das erste Mal in Therapie wegen Magersucht. Ich habe einfach strikt das Essen verweigert. Ich wollte mich in Luft auflösen. Kann daran hängen, dass ich einen bösen Papa-Komplex habe. Weil meine Eltern haben sich eben scheiden lassen und ich bin ein absolutes Vaterkind gewesen. Und auf einmal war er weg. Mein Fels in der Brandung, mein Dad, mein Ein und Alles, I'm Daddy's Little Girl, der war auf einmal einfach weg. Und das hinterlässt böse, böse Narben. Und dann auch die Art und Weise, wie Eltern mit einer Trennung umgehen, war auch nicht die schönste. Sowohl mein Dad hat immer böse über meine Mama geredet, meine Mama hat immer böse über meinen Dad geredet und meine Schwester und ich, wir standen irgendwo dazwischen und haben uns gedacht, Leute, was ist passiert? Mhm. Na, auch hier, Liebe. Mhm. Liebe. Menschen können sich trennen, das ist vollkommen in Ordnung. Auch nach meinetwegen 50 Jahren Ehe kann man sich an einen Tisch setzen und sagen, wow, das war eine wunderschöne Zeit. Nur ist es jetzt, ich habe mich entwickelt in eine Richtung, in der ich glaube, ich möchte den weiteren Weg alleine gehen. Aber ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast, dass du diesen Weg bis hierhin mit mir gemeinsam gegangen bist. Nur glaube ich, auch du wirst jetzt glücklicher sein, wenn wir ihn getrennt voneinander weitergehen. Eine Trennung heißt nicht, dass man sich bekriegen muss, dass man sich hassen muss, sondern man kann respektvoll und wertschätzend auseinandergehen. Und immer noch mit Liebe, auch hier. Also vielleicht sollte, Liebe ist ein so, so wichtiges Thema. Dieses Thema gehört in unser Bildungssystem, weil es unsere Welt einfach zu einem viel, viel schöneren Ort macht und viele Dinge ganz anders behandelt werden, wenn man sie aus den Augen eines liebenden Menschen sieht. Absolut, absolut. Was glaubst du denn oder kannst du festmachen, warum ist es nicht so, dass man sagt, weil für Leute, die sich jetzt vielleicht gar nicht damit auskennen, hey, das ist passiert, ja, aber für die ist ja klar, du bist nicht schuld, sondern ne, der Täter ist schuld. Warum hat man das als Missbrauchsüberlebende, wenn das passiert, nicht? Warum gibt man sich selber die Schuld dafür? Warum findet man sich auf einmal dann selber eklig? Bestraft man sich selber? Warum schafft man es nicht zu sagen, hey, dieser Wichser ist schuld, nicht ich? Vielleicht, weil es auch von vornherein so gelehrt wird. Man bekommt ja oft erzählt, ja, viele, viele Opfer einer Vergewaltigung sagen nichts, weil sie haben Angst, dass sie beschuldigt werden. Das hast du ja bestimmt schon mal gehört. Mhm. Kannst du das nochmal genauer erklären? Genau. Mhm. Warum formuliert man das nicht anders? Warum wird uns nicht eingetrichtert, boah, so und so viele Vergewaltigungen wurden schon gemeldet, damit sowas nicht mehr passiert? Und diesen Frauen wurde auch geglaubt. Also es fehlen die positiven Nachrichten. Es gibt immer nur die negativen Nachrichten. Und selbst wenn einem nicht geglaubt werden sollte, dann ist dieser Mensch gemeldet. Und wenn eine weitere Person das meldet, dann ist die Chance relativ gering, dass auch hier gesagt wird, nee, die lügt auch. Ist Zufall, dass das denselben Menschen betrifft, aber das wird auch eine Lüge sein. Ja. Und natürlich hat es auch damit zu tun, was dieser Mensch dir selber sagt währenddessen. Also noch schlimmer als das, was er tat, war die Art und Weise, wie er das tat.
du kannst zum Beispiel, wenn du etwas nicht sehen willst, die Augen zumachen. Aber wenn du gezwungen wirst, die Augen aufzuhalten, wenn du gezwungen wirst, Augenkontakt zu halten, oh, widerlich. Widerlich. Oder auch die Worte, die dir währenddessen gesagt werden, dass du das verdient hast. Ja, du hast dich diesem Menschen anvertraut. Du sagst zum Beispiel so Dinge wie, ja, meine Eltern haben sich damals getrennt und mir fehlt die Liebe meines Papas. Und er sagt dir währenddessen so Dinge, ein Dreckstück wie dich hätte ich als Vater auch verlassen. Zum Beispiel. Das brennt sich hier einfach ein. Und dann denkst du, ja, vielleicht ist ja was dran. Mhm. Ich meine, dein Papa ist gegangen. Und dass du dich mit diesem Menschen getroffen hast, war auch deine Entscheidung. Mhm. Vielleicht hast du wirklich verdient, was er gesagt hat. Ja, wahrscheinlich. Sonst wäre dir das doch nicht passiert, oder? Mhm. Gott würde so etwas nicht zulassen, wenn du das nicht verdient hättest, oder? Du hast das verdient. Du redest dir das ein. Also ich habe das sehr gut gekonnt, mir das selber einzureden, dass so, wie es gekommen ist, ich das definitiv verdient habe, ich das auch definitiv selber schuld gewesen bin. Also ja, ich kann das absolut nachvollziehen, dass du dich so gefühlt hast und so gedacht hast. Und das hört sich richtig an, als ob er genau wusste, was er tut. Und auch diese Wörter ganz gezielt nutzt, um dich halt so zu manipulieren, weil er weiß, wo dein Triggerpunkt ist und dein tiefster Schmerz sitzt, das mit deinem Vater, das verwendet er jetzt gegen sich. Und dann ist eigentlich logisch. Ich meine, gerade wenn man jung ist als Kind, kann man das nicht als erwachsene Frau vielleicht schneller oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, kommt man da vielleicht schneller raus, weiß ich nicht. Aber als kleines Kind ist ja unmöglich, das so zu reflektieren und das wahrzunehmen. Also das hört sich richtig an, ja, wie ein richtig ausgebrühter Typ, der genau weiß, was er tut, ja, indem er auch diese Wörter gegen dich verwendet hat. Ja. Was mir auch im Nachhinein bewusst wurde, ist, dass der ja null Sorge hatte oder Angst, dass ich würde. Genau. Dem war hundertprozentig, er war sich hundertprozentig sicher. Wird gar nichts sagen. Ja, ja, ja. Ist auch nicht mal, als ich rausgegangen bin, doch, er ist mit hochgekommen. Aber so, das war für ihn ganz, ganz nebensächlich. Mhm. Mhm. Ganz normal. Gut, ich kriege jetzt gleich mein Essen. Mhm. Ob da wirklich noch jemand anders kam oder nicht, das weiß ich nicht, das ist mir auch nicht wichtig. Aber die geht jetzt und die wird darüber nichts sagen. Ja, so hört es sich auch an, als ob er das schon oft gemacht hat und weiß, da wird nichts passieren, sozusagen. So wie davor. Genau. Finde ich aber sehr gut, dass wir da nochmal drüber aufgegangen, weil das ist natürlich Manipulation der höchsten Art, sozusagen. Und das muss man ja auch erstmal, also er als Täter muss das erstmal wissen, wie das Spiel funktioniert. Dafür braucht er natürlich irgendeine Art von Erfahrung. Ja. Aber ich habe dich jetzt rausgebracht durch meine ganze Fragerei. Du warst quasi dabei zu erzählen, wo du dir selber auch wehgetan hast mit deinem Ex-Partner sozusagen. Und dann wolltest du, glaube ich, einfach erzählen, wie es irgendwann gestoppt hat oder wo der Switch vielleicht kam in deinem Leben. Genau. Mhm. Ja. Kannst du einfach weiter erzählen. Ja. Also die Polizei hat mich dann damals eingesammelt, dann kam ich erstmal ins Krankenhaus, wurde behandelt und wach geworden bin ich letztendlich in der geschlossenen Anstalt. Als ich wach wurde, war mir allerdings nicht bewusst, dass ich in der geschlossenen Anstalt bin. Ich wurde wach und ich hatte Fesseln vom Bett an meinen Händen, Handgelenken und an meinen Fußgelenken. Und ich weiß, ich wurde wach und ich musste ganz, ganz dringend Pipi. Mhm. Und da war eine Putzfrau in dem Zimmer. Und ich sage, Entschuldigung, ich muss mal Pipi. Sie sagt, ja, ich hole die Ärztin. Ich denke, wo zum Teufel bin ich gelandet? Was ist das? Was ist das? Und ich sage nochmal, ich will jetzt aufstehen, machen Sie mich los. Also ich wurde lauter. Wie gesagt, ich war eine sehr impulsive, sehr aggressive Mensch. Nein, das darf ich nicht. Ich hole jetzt die Ärztin.
Und dann kam auch die Ärztin und hat mich erstmal gefragt, wie es mir denn gehen würde. Und ging dann auch mit mir auf die Toilette. Und ich durfte die nicht zumachen. Ich sage, soll das ein Witz sein? Machen Sie die Türe zu. Das dürfen wir nicht. Sie stehen unter Beobachtung. Ununterbrochener Beobachtung. Wo bin ich hier? Wer sind Sie überhaupt? Ich gehe jetzt. Und dann hat sie mich wirklich erstmal aufgeklärt, wie ich da hingekommen bin, was ich die Nacht davor gemacht habe, warum ich mit Fesseln wach wurde, warum ich diverse Verbände an meinem Körper trage und so weiter und so fort. Und dann, ich denke, verdammte Scheiße, ich will hier raus. Und dann, als mir bewusst wurde, wo ich bin, kam erstmal so wirklich Unruhe. Ich bin sehr gut darin, wegzulaufen. Was? Problem? Weg. Ganz schnell. Nicht damit auseinandersetzen, sondern immer weglaufen. Aber ich konnte nicht. Und ich konnte auch nicht ausrasten, so wie normalerweise. Also ich hätte das zwar gekonnt, aber das hätte definitiv dazu geführt, dass ich, weiß ich nicht, was für Medikamente gespritzt bekommen hätte, damit ich wieder ruhig bin. Und ich wusste nicht, wie lange ich da bleiben würde, aber ich wusste, du kannst nicht weglaufen, du kannst nicht trinken, du kannst dir die Sinne in keinerlei Weise benebeln. Du musst dich jetzt mit deinen Gefühlen auseinandersetzen. Boah! Und da ist in mir, ich denke, oh Gott, das war für mich die absolute grauenhafteste Vorstellung, dass ich wusste, dass jetzt über Tage, Wochen, Monate ich mich mit meinen Gefühlen beschäftigen muss. Gefühle, die ich über Jahre, über so viele Jahre, mehr oder weniger erfolgreich irgendwo verdrängt habe in mir, damit ich mich bloß nicht mit auseinandersetzen muss. Das war die absolute Hölle. Boah, das hat so weh getan. Und ich bin auch ganz oft freiwillig, da gab es so ein kleines Schwesternbüro. Und wenn wir Beruhigungsmedikamente haben wollten, haben wir eigentlich gekriegt, so viele wir wollten. Also wann immer wir gesagt haben, bitte gib mir irgendwas, weil sonst kriege ich jetzt die nächste Klatsche, haben wir die auch bekommen. Und dann habe ich mich die ersten Wochen, ich habe geschlafen. Ich habe so viel geschlafen. Oh. Aber unter Medikamenten, ne, immer so weggebeamt. Ich habe halt anders versucht, mir die Sinne zu vernebeln. Ja, aber 24 Stunden können echt lang sein. Auf einem so kleinen Raum. Und da waren wirklich viele Menschen, die saßen da teilweise so, die waren auch am Sabbern oder am Weinen, am Wippen. Und dann habe ich beobachtet und ich denke, hier hast du dich hingebracht. Da war das erste Mal, hast du es gehört? Ich habe es gehört, ja. Dass ich sagte, hier hast du dich hingebracht. Mhm. Ist das wirklich der Mensch, der du bist? Ist das der Grund, weshalb du hier bist? Hatten dich deine Eltern dafür auf die Welt gebracht? Oh, The Secret ist mir da in die Finger gefallen. Mhm. Rhonda Byrne, wenn du es noch nicht gelesen hast, erlaub es dir. Es ist meine Bibel, es ist meine Religion. Es geht um das Gesetz der Resonanz. Es geht darum, dass das, was du ausstrahlst, zu dir zurückkommt. Und es geht auch ganz, ganz intensiv um das Thema Dankbarkeit. Etwas, was ich bis dahin nicht kannte. Ja. Und dann fing das langsam an, dass ich angefangen habe, bewusst wahrzunehmen, okay, wofür bin ich denn dankbar? Also in der geschlossenen. Ich denke, ja, jetzt streng dich aber mal ganz doll an, damit du hier irgendwas findest, wofür du dankbar bist. Und dann war irgendwann ein Morgen gewesen, da wurde ich wach und die Sonne schien durch die Gardinen rein. Und das war so schön. Ich denke, mein Gott, ist das schön. Und ich hörte die Vögelchen singen. Ich denke, boah, selbst hier drin. Wunderschön.
Wunderschön. Dann habe ich angefangen, am Fenster zu sitzen, habe die Wolken gesehen, habe den Himmel gesehen. Manchmal ein bisschen blau, meistens grau. Da konnte ich die Wolken sehen, wie die sich bewegt haben. Ich habe ganz andere Sachen wahrgenommen als normalerweise. Ich habe gesehen, wie die Bienchen Blümchen bestäubt haben und solche Sachen. Daran habe ich mich einfach enorm erfreut. Jeden Tag aufs Neue. Oder wenn es was zu essen gab, was zwar hauptsächlich nicht wirklich geschmeckt hat, aber auch da konnte man irgendwie Kleinigkeiten finden, die schön waren. Wenn ich dann, mein Dad hat mich besucht. Mein Bruder hat mich einmal besucht. Auch das hat mich riesig gefreut. Und dann die Aussicht darauf, ich denke, okay, es wird der Zeit, der Punkt, der Tag kommen, da kommst du hier raus. Freu dich darauf. Und bis dahin kannst du Kraft sammeln. Ganz, ganz, ganz viel Kraft. Und du kannst weiter herausfinden, wer du eigentlich bist. Weil, Problem, ab 16 war ich ja mehr oder weniger Gina. Danach war ich die Frau meines Ex-Mannes, danach war ich die Partnerin meines Partners. Ich war nie ich. Ich wusste seit meiner Jugend, also in der Jugend entwickelt sich ein Mensch ja erst. Der Mensch findet heraus, ja, wer bin ich denn? Was zeichnet mich wirklich aus, wenn unsere Schule das denn lehrt und uns nicht in irgendwelche Schablonen reinpresst? Aber das ist ein anderes Thema. Wer bin ich? Und mit dieser Frage habe ich mich halt immer beschäftigt. Was macht mich glücklich? Na? Und dann irgendwann kam der Tag, wo ich einfach stark genug gewesen bin und ruhig genug und entspannt genug, dass sie mich nicht mehr da behalten durften. Und dann sollte ich eigentlich in eine sogenannte Tagesklinik kommen, wo du morgens früh immer hingehst, zur Resozialisierung, weil ich kannte ja kein normales Leben. Und da habe ich aber damals gesagt, ich unterschreibe auf eigene Verantwortung, dass ich das nicht möchte. Weil das war eine Vorstellung, das gefiel mir überhaupt nicht. Und für mich war erstmal ganz wichtig, herauszufinden, wo meine kleinen Chihuahuas sind, meine kleinen haarigen Kinder, weil das wusste ich die ganze Zeit über nicht. Das war auch ganz, ganz schlimm für mich. Ja, dann bin ich erstmal da raus. Und zu einer damaligen Freundin von mir bin ich gegangen. Und das war auch richtig krass, weil sie sagte, also hat sich erstmal mega gefreut, dass ich da war. Meine Hunde waren auch da. Und das Erste, was mir angeboten wurde, war ein Joint und eine Line. Und ich weiß noch, wie ich da saß. Boah, und ein großer Teil in mir dachte, ja, just take it. Sie sagte, komm, baller dir eine, dann gehen wir auf die Kölner Ringe, gehen wir ein bisschen feiern. Ich denke, oh, verführerisch. Aber wenn du das machst, dann kannst du nie wieder in den Spiegel gucken. Dann war die Hölle, durch die du gerade gegangen bist, alles umsonst gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt leider gehen. Und sagte, wohin willst du denn gehen? Ich sagte, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt gehen muss. Und da war auch keine große Konversation mehr. Ich habe meine Hunde genommen und bin gegangen. Und in den Rheinpark, Kölner Rheinpark, wunderschöner Ort. Ja, und da war ich gute 3 Tage, also 3 Tage, 2 Nächte, bis ich den Mut gefunden habe, zu meiner Mam zu gehen. Ja, und weil mit meiner Mama hatte ich auch viele, viele Jahre keinen Kontakt. Und ich wusste, sie würde mich mit offenen Armen empfangen. Aber ich wusste auch, sobald die Tränen erstmal raus sind, wird sie sich mit mir an einen Tisch setzen und dann Karten auf den Tisch. Du hast in diesem Park geschlafen, oder wie? Auf dem Rasen oder auf der Bank, oder? Wow. Okay. Ja. Und hast nachgedacht und sozusagen Energie gesammelt für. Wow. Okay. Und dann bin ich zu meiner Mam und es war genauso, sie hat sich so gefreut, mit offenen Armen hat sie mich empfangen. Wir haben geweint und es wurde sich an den Tisch gesetzt und es wurde erzählt, wo bist du gewesen,
Was hast du gemacht? Wie ist das passiert? Wie ist dies passiert? Und vor allem, und das war die Frage, wovor es mir am meisten graute, was hast du jetzt vor? Mhm. Ne? Mein Haus, meine Regeln respektiere ich voll. Also meiner Mama ihr Haus, meiner Mama ihre Regeln. Kind, du kannst gerne hier bleiben. Aber wenn du hier bleibst, dann gehen wir jetzt zum Amt, beantragst Arbeitslosengeld, du beantragst Wohngeld und sorgst dafür, dass dein Leben wieder in gerade und sichere Bahnen verläuft. Auf gar keinen Fall. Ich wusste nur eins, ich möchte weiter dieses neue Gefühl, was sich da in mir aufgebaut hat, ich möchte dieses Gefühl weiter ausbauen. Ich möchte noch mehr Dankbarkeit empfinden. Ich möchte noch mehr Liebe empfinden. Ich möchte noch mehr Sonne im Regen entdecken. Ich weiß nicht, ob das gerade für dich Sinn macht, aber halt auch im ich möchte die Sonne im Dunkeln sehen können. Nein, anders, ich möchte die Sonne im Dunkeln sein. Mhm. So. Und ich war damals schon ordentlich verschuldet durch den Konsum. Mhm. Und ich konnte aber noch weiter ins Minus gehen. Dann habe ich mir damals eine Airbnb-Wohnung gemietet in Köln. Mhm. So, dann bin ich da erstmal eingezogen für 1,5 Monate. Und dann hatte ich habe Network Marketing gemacht. Darüber habe ich so, sag mal, vielleicht 500, 800 Euro in dieser Zeit verdient gehabt. Dann habe ich angefangen, Damenwrestling zu machen. Nein. Und habe mich dabei filmen lassen. Ich habe damals pro Kampf habe ich 300 Euro bekommen. Du hast Damenwrestling gemacht? Nein, wirklich? Und auch das richtig krass. Ich war ja immer noch so ein Strich in der Landschaft. Und meine Gegnerinnen, das waren teilweise richtige Maschinen. Aber ich bin ungeschlagen aus jedem Kampf herausgekommen. Also sprechen wir da von diesem Show-Wrestling oder dieses Ringen sozusagen? Ringen, okay. Mhm. Ja, also da hat es schon ordentlich geklatscht. Ne? Und was habe ich noch gemacht? Ah, meine geliebte FIBO. Auf der FIBO hatte ich ja öfter gearbeitet. Ich habe viele, viele Jahre Promotion gemacht. Also auch während der Stripperzeit, wenn die Bootsmesse war, oder wenn die FIBO war oder hierher in Beauty, mhm, habe ich mir immer mitgenommen. War geil, war auch immer gutes Geld für einen Easy-Job. Mhm. Ja, und dann schrieb mich damals jemand an über Facebook. Es war gerade so Februar, März 2018. Ja, ich bin der XY, mache schon seit vielen Jahren Party-Ticket-Promotion auf Mallorca. Super geile Verdienstmöglichkeiten, hast du Bock? Und dann habe ich auch mit ihm gezoomt und habe mir das mal so angehört und habe mir allen Ernstes das verkaufen lassen. Ich danke dir dafür. Ja, und dann habe ich von jetzt auf gleich beschlossen, okay, ich fliege jetzt dann nach der FIBO, ich wollte die FIBO noch abwarten, fliege ich mal nach Mallorca und verkaufe Partytickets. Weil die Airbnb-Wohnung, die ich hatte, die war viel zu teuer. Also ich hatte ja sowieso schon keine Kohle. Aber dann noch so zu leben, das hat sich überhaupt nicht gerechnet. Ja, dann habe ich auch das meiner Familie mitgeteilt. So Leute, ich habe beschlossen, ich ziehe jetzt nach Mallorca. Ich werde da Partytickets verkaufen und unter einem 5-stelligen Betrag auf meinem Konto komme ich auch nicht mehr zurück. Das war mein großes Ziel. Und meine Mutter damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sie sagt, nein, Kind, bitte. Arenal, der Ballermann, Party, Hochburg, hoch 10. Du wirst rückfällig werden. Tu dir das doch bitte nicht an. Tu uns das nicht an. Mach einen normalen Job, mach einen sicheren Job. Ich sage, nein, Mama, ich weiß für mich, ich werde nicht zurückfallen. Hab Vertrauen. Es fühlte für mich stimmig an. Es fühlte sich richtig an. Naja, ich war vorher noch nie hier gewesen. Ich lebe ja jetzt seit 3 Jahren hier. Also von dieser Entscheidung, nach Mallorca zu gehen, davor war ich war noch nie auf Mallorca gewesen. So, dann habe ich meine Köfferchen gepackt. Meine Mutter hat mir geholfen, die Wohnung wieder leer zu räumen.
haben wir meine Sachen bei ihr auf dem Speicher eingebunkert. Ja, und dann bin ich geflogen von Frankfurt aus nach Palma. Und dann kam ich an, mit dem Taxi bin ich von Palma nach Arenal gefahren. Ja, und dann wurde ich von den Party Peoples empfangen, also von der Eventagentur, von den Menschen, die für diese Agentur gearbeitet haben. Und das Erste, was mir angeboten wurde, war ein Joint. nein. Ja, was los? Langweiler, da ist er, nee. Habe ich durch. Gönn dir, was du willst, aber brauche ich nicht. Naja, dann wurde mir die Wohnung gezeigt. Ein Albtraum. Ich habe mit immer so 6 bis 8 Mann in einer Wohnung gelebt. Mein Zimmer, das war so groß wie eine Abstellkammer. Also da hat das Bett reingepasst, so eine Pritsche, so eine Liege. Aber hey, schon mal geiler als im Park. War schon mal ein Upgrade. Und der Koffer hat auch reingepasst. So. Und dann bin ich auch wirklich jeden Morgen um 5.45 Uhr aufgestanden, habe Sport gemacht, habe meine Hunde mitgenommen, so waren die versorgt, habe die Hunde wieder nach Hause gebracht und habe dann von morgens 10 bis abends 23 Uhr, Mitternacht, 1 Uhr, je nachdem, meine Partytickets verkauft. So, und jetzt einen Punkt habe ich vergessen. Bevor ich losgeflogen bin, habe ich auch eine weitere Anzeige gesehen, eine Stellenanzeige von einem Online-Marketer. Und bei dem habe ich mich beworben als Telefonistin. Da stand, ich suche Telefonistin, kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst, 10 Euro die Stunde. Ich denke, geil. Weil was für mich ganz, ganz wichtig war, war die Freiheit. Ich wäre schon mit 1.000 Euro im Monat glücklich gewesen. Hauptsache, ich kann die verdienen, egal wo ich bin auf dieser herrlichen Welt. Ja, wie zum Beispiel Mallorca. Aber ich hörte leider so gar nichts von diesem Menschen. Ich denke, okay, jetzt bist du hier auf Mallorca, vergessen wir die Dankbarkeit nicht. Ich bin dankbar, überhaupt zu leben. Ich bin dankbar, hier zu leben am Meer. Ich konnte jeden Tag schwimmen gehen. Es war ein leichter Job, weil ich bin im Bikini über den Strand gelaufen, habe meine Tickets verkauft an betrunkene Menschen. Ja, wie schwierig. Ne? Habe also mein Geld verdient. Und irgendwann hat mein Handy geklingelt. Ich bin drangegangen und dann hieß es, ja, hier ist das Team vom Freedom Business Coaching. Heidi, wir können uns grundsätzlich vorstellen, dich in unser Team aufzunehmen. Wir schicken dir jetzt ein Skript, das lernst du erstmal auswendig und dann führen wir dann und dann dein Bewerbungsgespräch. Boah, Matthias, ich stand an dem Strand, ich denke, geil, ich habe mich so gefreut. Dann bin ich ins nächste Internetcafé gerannt, habe mir mein Skript ausdrucken lassen und habe das auswendig gelernt fürs Bewerbungsgespräch. So, und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen nächsten 3 Jahren, die sich so entwickelt haben. In diesem Skript gab es eine Jobbezeichnung, die Jobbezeichnung des Closers. So stand das da drin. Also ich habe Termine ausgemacht für einen weiteren Menschen, der ein Verkaufsgespräch geführt hat. Und ich wusste, den Preis des jeweiligen Coachings, das Investment des jeweiligen Coachings und den Provisionsanteil des sogenannten Closers. Und ich kann ja rechnen. Ich denke, holy shit, damit kannst du richtig Geld verdienen. Mit dem Verkauf. Auf, abgesehen, meinen Körper zu verkaufen, hatte ich überhaupt keinerlei Ahnung. Ja, sondern hatte ich das Bewerbungsgespräch, ich wurde auch genommen und noch im Bewerbungsgespräch habe ich damals gesagt, du XY, jetzt wo ich das Skript kenne, weiß ich, dass ich Termine ausmache für den sogenannten Closer und ich weiß auch, was der sogenannte Closer verdienen kann. Ich möchte auch closen. Ja, hast du denn Erfahrung im Verkauf? Ich sage, nö. Aber ich kann telefonieren und ich kann sprechen. Alles, was ich brauche, das waren original meine Worte, ist eine faire Chance. Und ich habe diese faire Chance bekommen. So, und jetzt Problem an der Sache. Die Wohnung, in der ich gelebt hatte, die war ja von der Eventagentur. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kann keine Partytickets mehr verkaufen, weil ich möchte einen anderen Job machen, aber ich gebe euch Geld für das Zimmerchen. Es ist okay, ich bezahle. Bitte lasst mich hier schlafen. Nein.
Also war, hatte ich jetzt die Option, verkaufe ich weiter Partytickets? Aber alles hat in mir geschrien, nein, du willst unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Du möchtest unbedingt diese Fähigkeit erlernen, am Telefon in so hohen Preissegmenten zu verkaufen. Mhm. Aber dann musst du in Kauf nehmen, jetzt auf der Straße zu stehen. Und das habe ich gemacht. Ich hätte natürlich auch meine Mutti anrufen können. Mama, bitte schick mir Geld. Ich bin aus der Promoterwohnung geflogen und mein eigenes Geld reicht nicht aus. Ich habe gesagt, bevor ich fünfstellig auf meinem Konto habe, komme ich nicht zurück. Und dann habe ich damals Gott und die Welt angeschrieben, bitte, bitte schenkt mir Obdach. Ins Hotel konnte ich nicht, weil Hunde sind im Hotel nicht erlaubt. Und niemand wollte mir ein Zimmer geben. Alle sagen, super gerne, gestern ging es noch, heute nicht mehr. Bla, 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 bla. Ich denke, wisst ihr was, scheiß drauf, dann penne ich am Strand. Ist mir scheißegal, aber ich werde diesen Job machen. Zwei Tage nur, wieder mal. Und gearbeitet habe ich im Internetcafé. Nicht im Internetcafé, im Restaurant. Ich habe mir dann immer eine große, stille Flasche Wasser bestellt und habe dann den ganzen Tag mit der großen, stille Wasserflasche das WLAN nutzen dürfen. Und da habe ich dann meine ersten Termine gemacht, meine ersten Gespräche geführt, meine ersten Closes gemacht. Das war so geil. Und dann kam mein goldener Retter, wie ich ihn nenne, heute mit mein allerbester Freund, der Otto. Otto, 60 plus, ein Bekannter von der Mutter einer Freundin von mir. Die wusste über meine Situation Bescheid. Und sie rief mich dann irgendwann an, pass mal auf, Heidi, bleib genau da sitzen, wo du bist in dem Restaurant. Heute kommt dich der Otto holen. Ich denke, geil, oh Gott, du wirst wieder in deinem Bett schlafen, du kannst dich ordentlich waschen, deine Hunde sind versorgt, es ist eine Küche da. Und dann habe ich mich erstmal riesig gefreut und dann ein paar Minuten später hatte ich richtig Schiss. Ich denke so, boah, du kennst Otto nicht. Du weißt nicht, wer dieser Mensch ist. Du weißt nicht, warum er dir hilft. Du weißt nicht, was jetzt wieder passiert. Mensch, Heidi, was nähst du immer für eine Driss? Ja, aber ich habe es getan. Ich habe mir vertraut. Ich habe auch ihm vertraut. Und Otto, du wirst ja dieses Video sehen. Du weißt ganz genau, ich danke dir bis zum heutigen Tage dafür. Der hat nicht nur meinem Babys und mir Obdach geschenkt, sondern er war einfach da, so wie ich das eben beschrieben habe. Er hat sich um meine Hunde gekümmert, er ist manchmal mit meinen Hunden spazieren gegangen. Er war da, wenn ich reden wollte, er war leise, wenn ich nicht reden wollte. Wir konnten dort schlafen, wir konnten dort essen, ich konnte dort arbeiten. Ich konnte neue Kraft sammeln. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, gute 2 Wochen hat das gedauert. Habe ich mir ein WG-Zimmer mieten können. Ja. Und ich versuche das jetzt ein bisschen kürzer zu halten. In dem WG-Zimmer habe ich vielleicht 1-2 Monate gewohnt. Dann habe ich den großen, großen Fehler gemacht, mich von meinem damaligen Ex-Partner wieder einlullen zu lassen. Also dieser Narzisst von dem? Ja, genau, okay. Der. Hab dann kurzes Inselhopping gemacht, das war ein Sizilianer. Ich bin dann von Mallorca nach Sizilien gezogen, ein halbes Jahr. Und all dieses positive Gefühl, was ich in mir aufgebaut hatte und die Selbstliebe, die ich aufgebaut hatte, krachte wieder alles zusammen. Mhm. Es war eine falsche Entscheidung. Und aber als ich mir das selber eingestanden habe, als ich sagen konnte, Heidi, die Entscheidung, die du getroffen hast, die war nicht richtig. Aber das ist okay, du kannst ja Fehler machen, du hast jetzt die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Und dann bin ich kurz nach Deutschland geflogen, weil meine Schwester damals Geburtstag hatte. Man merkt auch langsam vom Reden her, irgendwo muss das ja bezahlt werden. Es war plötzlich mehr Geld zur Verfügung als sonst. Als vorher, ja. Ja, dann bin ich nach Deutschland geflogen und in Deutschland habe ich mir dann über Idealista in Cala Mayor,
wo ich noch nie zuvor gewesen bin, also ich kannte sonst nur Arenal, mir ein kleines Studio gemietet, ein Zimmer. Nicht mal so groß wie jetzt hier mein Schlafzimmer. Und habe da wirklich nochmal ganz neu angefangen. Mhm. Und nicht nur vom Arbeiten her, sondern weiterhin die Liebe zu mir selbst neu aufzubauen, mich selbst zu finden, mich selbst zu entwickeln, meine Stärken zu erkennen und auch meine Schwächen anzunehmen. Wir alle haben Stärken, wir alle haben Schwächen und man muss sich nicht kleinreden oder wütend sein auf sich selbst oder sogar so etwas tun, wie sich selber zu hassen, sich selber zu verletzen, weil man nun mal Schwächen hat. Mhm. Mein Gott, gehört dazu. Das eine gibt es, wie gesagt, ohne das andere nicht. Absolut. Ja. Und ja, seitdem ist nochmal sehr, sehr viel passiert. Sehr, sehr viel passiert. Ich habe ja dann für den Online-Marketer gearbeitet, erst als Telefonistin und als Closerin, bis ich dann irgendwann so viel Selbstbewusstsein hatte, zu sagen, ich mache das jetzt hauptberuflich, ich verzichte auf das sichere Geld der 10 Euro Stundenlohn, ich mache Vollzeit-Closing. Mhm. So, wir vergessen nicht, ich kam ja hierher, 15.000 Euro Schulden hatte ich, 900 Euro in Cash. Und mein Ziel war es ja, fünfstellig auf dem Konto aufzubauen. Dafür müssen aber erstmal diese geschafft. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte, 15.000 Euro, du wirst dein Leben lang deine Schulden abbezahlen. Mhm. Heute denke ich mir so, easy. Also nicht nur mein Mindset, sondern auch mein sogenanntes Money-Mindset hat sich verändert. Und ich sag dir, das ist Energie. Die Energie, die du ausstrahlst, it's a secret. Die ziehst du auch an. Ich lebe heute in einem wunderschönen Yachthafen und von April 2018 bis heute, was haben wir denn? März 2021. Überleg mal, das ist nicht viel Zeit, was dazwischen liegt. Mhm. Und trotzdem von dem Mensch, der ich war und der Mensch, der ich heute bin, das sind Welten, die dazwischen liegen. Oh, ja. Und mir ist ganz, ganz wichtig, immer wieder an dieser Stelle zu betonen, dass ich das nur sage, damit du verstehst, also Matthias, wenn ich sage du und hier in die Kamera gucke, dann spreche ich den Zuschauer an, weil ganz gleich, wo du stehst und wie verzweifelt du gerade bist aufgrund dessen, was dir passiert ist und wie klein du dich fühlst, es kann morgen schon ganz anders aussehen. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Wie die Entscheidung, alles in dich reinzufressen und alleine damit fertig zu werden, beziehungsweise überhaupt nicht damit fertig zu werden, sondern dich fertig davon machen zu lassen oder rauszugehen mit deiner Geschichte, so wie ich das hier jetzt gerade tue. Es ist alles eine Entscheidung, die niemand sonst außer du selber treffen kannst. Ja. Auf jeden Fall Hammergeschichte. Ja, Hammergeschichte. Respekt. Hast du denn, also ich möchte noch auf zwei Sachen eingehen. Als du damals dann zu deiner Mutter gegangen bist, nachdem du da im Park geschlafen hast, habt ihr dann auch, also hast du direkt erzählt, was dir auch passiert ist mit 16? Also und wenn ja, wie haben sie darauf reagiert, also Mama und Papa, als sie das gehört haben? Weil die wussten ja im Endeffekt die ganzen Jahre nicht, was mit dir los gewesen ist.